Wisst ihr, als Content Creator könnte ich auf einiges gerne verzichten. Und dazu gehört auch, mich mit dem Content-ID-System rumzuschlagen. Aber jetzt hatte ich auf dem VOD-Kanal einen Claim, der mich stutzig gemacht hat. Hören wir einmal in die betroffene Stelle rein. Der Minecraft-kundige Zuschauer erkennt die Hintergrundmusik als Subwoofer-Lullaby von C418. Dass Content-ID darauf anspringt, ist nichts Neues. Der Claim stammt aber von einem Kanal namens Mainslang mit Bezug auf einen russischen Titel. Als ich diesen zurückverfolgte, stieß ich dann auf dieses Video. Ein weiterer Blick auf den Kanal zeigt, dass es 15 solcher Videos gibt, die alle dieses Standbild von zwei Bros, die sich scheinbar mit flüssigem Latex einschmieren, enthalten. Leider kann ich kein Russisch, noch kenne ich jemanden, der die Videotitel lesen kann. Der Titel des ursprünglichen Videos wird von Google Translate als Wiegenlied brennender Erinnerungen übersetzt. Ich glaube nicht, dass es schwer wird, diesen Claim loszuwerden, da ein Kanal mit 2 Abonnenten sicher nicht auf Konfrontation aus ist. Aber ich wüsste wirklich gerne, was ich hier eigentlich vor mir habe. Mein erster Gedanke ging wegen des gezeigten Bilds in die Richtung ElsaGate, also ein Versuch, anschlüssige Inhalte in obskuren Videos zu verstecken. Aber eine Google-Suche, die diese Songs auch auf Shazam und Apple Music findet, legt nahe, dass es sich hier einfach um einen russischen Cover-Artist handeln könnte und das gezeigte Bild einfach das Albumcover ist. Ich weiß zwar nicht, was der Zusammenhang sein soll, aber ich weiß, dass russisches Urheberrecht etwas anders funktioniert, als wir es kennen. Es könnte also in Russland völlig legal sein, was er tut. Weitere C418-Songs fand ich in dem Album auf den ersten Blick nicht, die anderen erkannte ich aber auch nicht wieder. Ohne Russisch verstehen oder Kyrillisch lesen zu können, glaube ich nicht, dass ich an dieser Stelle weiterkomme. Falls jemand von euch das kann, feel free, ich wäre sehr neugierig, was hier eigentlich Sache ist. Wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass es schwer wird, den Claim loszuwerden. Aber falls sich diese Situation irgendwie weiterentwickeln sollte, lasse ich es euch wissen. Kleiner Nachtrag, der Claim ist kurz nachdem dieses Video fertig war, von allein verschwunden. Das spräche zumindest schon mal dafür, dass wir es wirklich einfach nur mit einem obskuren Cover-Artist ohne betrügerische oder bösartige Absichten zu tun haben. Aber falls jemand mehr dazu weiß, schreibt es gerne in die Kommentare.